Hey Leute, die Firma Lenovo hat mir ein Tablet geschickt und zwar das Tab 3 Pro. Das ist ein Tablet mit integriertem Beamer. Das packen wir jetzt mal gemeinsam aus und ich würde sagen, wir legen direkt los, wie immer nach dem Intro. Ja, von vorne recht schlicht gehalten. Einmal steht hier Fett Yoga Tab 3 Pro und Lenovo. Soweit, so gut. Drehen wir es direkt mal um. Und zwar handelt es sich hier um das Yoga Tab 3 Pro 10 Zoll. Wir haben eine eingebaute Intel CPU mit 2,24 GHz, ein 10,1 Zoll Display mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Bildpunkten. Und wenn ich mich nicht vertue, ist das eine Auflösung von ungefähr 300 dpi. Ja, 2 GB Arbeitsspeicher und 32 GB Speicher. Den können wir natürlich noch mit SD-Karte auf bis zu 128 GB ausbauen. Ja, an Android 5.1 und bla bla bla. Ah, wir haben 2 Batterien mit einer Gesamtkapazität von 10.200 mAh darin verbaut. Da bin ich mal gespannt, wie lange das so hält. Ja, hier haben wir nochmal eingebauten Projektor, QHD-Screen, 18 Stunden. 18 Stunden soll der Akku halten. Okay, Android. Und vorne drin haben wir 4 JBL-Lautsprecher mit Dolby Atmos. Was das ist, weiß ich nicht. Dann einmal von oben, Yoga Tab 3 Pro. Aha. Von unten, Yoga Tab 3 Pro. Von der rechten Seite, Yoga Tab 3 Pro, Intel Inside. Alles klar. Und von der linken Seite, hier haben wir noch einmal, ja, was ist das denn? Könnten die Standfußmodifikation sein? Also die Sachen, wie man den Standfuß aufstellt. Und hier noch einmal das Display, 10,1 Zoll mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Bildpunkten. So, das sage ich auch nicht noch einmal. Hier handelt es sich um ein Pressegerät, das heißt, das wurde schon mal aufgemacht und dafür habe ich es halt umsonst erstmal zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, schauen wir einfach mal rein. Mal sehen, vielleicht hat ja auch schon der ein oder andere drin gewütet. Da haben wir zunächst einmal das Tablet. Wie ich das denn hier rauskriege, das schauen wir uns gleich mal an. Ja, soweit so gut. Recht aufgeräumt, würde ich sagen. Wahrscheinlich ein bisschen Papierkram. Bedienungsanleitung immerhin vorhanden. Okay, einmal. Fühlt sich auch so ein bisschen gummiartig an. Hier haben wir einmal das Ladekabel. Aller Wahrscheinlichkeit nach. Ja, es sieht noch einigermaßen. Es ist gebraucht. Sagen wir es mal so. Schauen wir mal kurz. Lang die Shit ist hier. Es dürfte also etwa 1 Meter sein. Gut. Ein Netzteil. Gucken wir mal einmal auf die Leistungsdaten. Wir haben ja also ein Netzteil mit einem Output von 12 Volt bei 2 Ampere. Das heißt, das müsste Quick Charging fähig sein. Lenovo schön draufstehen. Ansonsten war es das. Dann kommen wir einmal zum Tablet selber. Hier haben wir noch so ein bisschen Schutzfolie. Ich ziehe es mal einfach ab, bevor ich es kaputt mache. So, ja, die Aufkleber hier drauf, die sind tatsächlich, was ist das denn hier? Draufgeklebt kann man aber, ah ja, kann man bei Bedarf abmachen. Also lösen sich relativ einfach. Also von der Vorderseite einmal steht hier Lenovo. Das Ding ist so von der Handhabung, also erstmal recht schwer, würde ich jetzt sagen. Dann die Rückseite einmal. Das hier ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ist das Leder? Kunstleder, auf jeden Fall etwas griffiger, das Ganze. Hier haben wir den eingebauten Beamer mit einer Auflösung von 800 x 480 Pixeln und 50 Lumen Leuchtstärke. Und ich habe schon mal Beamer getestet, einen richtigen, also einen kleinen, richtig kleinen, der hatte 1000 Lumen. Und ich bin mal gespannt, wie sich das hier am Tag so zeigt. Ja, hier haben wir einmal ein Knöppelchen, können wir das Ganze aufklappen. Das ist auch übrigens Aluminium. Hier haben wir nochmal irgendeinen Slot. Hier kann man also eine
SD-Karte noch zusätzlich reinschiebt. Ich denke mal, bei dem LTE-Gerät gibt es hier noch einen Slot für das SIM-Modul. Machen wir wieder zu. Haben wir hier noch die Rückkamera, die übrigens auflöst mit, ich glaube, 13 Megapixeln. Wahnsinn, ich habe noch nie ein Foto mit dem Tablet gemacht. Ich weiß nicht, ihr? Keine Ahnung. Also praktisch, der Stand kann 180 Grad gedreht werden. Ja, und sind quasi so schon als Ständer. Nice. Oh, guck mal, da sieht man mein geiles T-Shirt. Hallo, hallo, hallo. Jo, schauen wir es nochmal von der Seite an. Hier haben wir einmal den Schalter für den Beamer zum Einschalten und einen 3,5 mm Klinkenstecker-Eingang. Einmal umdrehen, andere Seite. Hier haben wir ein Micro-USB-Anschluss, müsste das sein. Lauter leise Wippe, Mikrofon und Powerschalter. Und den drücken wir jetzt mal. Ich hoffe, da ist Saft drauf. Einmal kurz mit dem WLAN verbinden. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das Display seht. Ich sehe es ganz gut. Ja, ja, ja. Hallo! So. Dann schauen wir noch mal kurz ins System. Ich habe jetzt noch nichts installiert und das Erste, was mir direkt auffällt, hey, hier ist ja schon Netflix drauf. Das ist schon mal nice. Macht ja auch Sinn bei so einem Teil, was einen Beamer integriert hat, dass man das irgendwie als Multimedia-Tablet anpreist. So von der Auflösung her, oh, hier ist ja wirklich nichts drauf. Ja, so, on stock würde ich jetzt mal sagen, hier ist ja fast nichts drauf. Das ist ja crazy. Gehen wir einmal kurz in Chrome. Also, ich habe jetzt 3 Wochen Zeit, dieses Gerät ausgiebig zu testen und schreibt mir doch einfach mal unten in die Kommentare, auf was ich dabei achten soll. Ansonsten würde ich nämlich sagen, das war's erstmal mit diesem Video. Ich bin raus und sag bis dahin, ciao!